Ehrgeizig, elegant, emotional. Das sind die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler beim GIG Cup des SC Berlin. An diesem Wochenende treffen sie in der Fechthalle im Sportforum Hohenschönhausen aufeinander und zeigen, was sie drauf haben. Ich finde es sehr toll, Einzelsport zu betreiben und die Ziele allein zu erreichen. Levi Triebswetter ist seit 5 Jahren leidenschaftlicher Fechter und hat erst letzte Woche den kleinen weißen Bären gewinnen können. Heute zeigt er in der Altersklasse U15 bei den Herren im Florett sein Können. Eine Etage über ihm kämpft sich die junge Ella Schöttler, ebenfalls vom SC Berlin, bei den U13 Damen an die Spitze. Sie kann sich als einzige deutsche Florettfechterin gegen die polnische Konkurrenz durchsetzen und sichert sich somit einen Platz auf dem Treppchen. Ella hat ihre Trainingsleistung bestätigt heute, hat hingestoßen ordentlich, hat den Arm laufen lassen bei ihren Angriffen und das ist auf jeden Fall schon mal Verbesserung in ihrem Fechtaufbau. Auch der talentierte Bjarne Peters vom SVA Oranienburg gibt alles, denn der Fechtsport begleitet ihn seit klein auf. Ich habe mich sehr viel für Ritter interessiert und so und dann wollte ich auch mal so Kampfsport machen und dann haben mir meine Eltern so Karate und so vorgeschlagen, aber ich wollte irgendwie was mit einem Schwert machen und so. Und zu Recht begann er daraufhin mit dem Fechten. Der begabte Sportler sorgt an diesem Wochenende für ein spannendes Finale gegen Kaspar Dziakowski in der Altersklasse U11 Florett der Herren. Er sichert sich beim GIG Cup Silber und ist sichtlich zufrieden. Und auch der SC Berlin ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen des GIG Cups. Die Beteiligung auch von polnischer Seite ist wieder sehr schön gewesen, weil wir uns halt auch international ein bisschen messen können mit den Polen, um halt einfach einzuordnen, wo wir eigentlich stehen mit unserer Arbeit bei den Kindern. Dem SC Berlin ist es gelungen, ihren traditionellen Wettkampf zu einem Erfolg für alle Beteiligten zu machen und den ehrgeizigen Fechterinnen und Fechtern von morgen eine ehrwürdige Bühne zu geben.